Willkommen zu unserem Tutorial zum Thema Phrasensuche. Eine Suche mit zusammenhängender Wortfolge, auch Phrasensuche genannt, kann in vielen Fällen eine wirkliche Hilfe sein. Diese Suche erzeugt fast 2 Millionen Treffer. Zwar werden Ihnen durch Relevanz-Ranking schon einige brauchbare Treffer angezeigt, was das Gesamtergebnis angeht, dürfte die Relevanz in den meisten Fällen jedoch zu wünschen übrig lassen. Denn die Begriffe sein oder und nicht können irgendwo in der Titelaufnahme auftauchen. Um der Suchmaschine eine bessere Vorgabe zu machen, suchen Sie sein oder nicht sein jetzt als Phrase. Dazu setzen Sie Anführungszeichen um die Begriffe. Das funktioniert auch in vielen anderen Suchmaschinen, zum Beispiel in Google. Primo liefert jetzt nur die Suchergebnisse, in denen die 4 Begriffe in der vorgegebenen Reihenfolge nebeneinander stehen. Mit dieser Suche sind es 250 Treffer. Das ist schon ein wesentlich besseres Suchergebnis. Ein anderes Beispiel. Sie suchen die Zeitschrift Psychologie heute in erweiterten Suche. Hier können Sie ebenfalls Anführungszeichen setzen oder ist exakt einstellen. Und Sie können feldspezifisch, wie hier in den Titelfeldern suchen. Dann noch den Filter für Zeitschriften setzen. So lässt sich Psychologie heute ganz leicht finden. Möchten Sie Psychologie heute finden, aber auch die Buchreihen, wie beispielsweise Psychologie heute Spezial, können Sie auch den Modus beginnt mit einstellen. Diese Funktion gibt es nur für Titel. Mit dieser Suche können Sie also bestimmen, dass die Titel Ihres Suchergebnisses mit den Suchbegriffen in vorgegebener Reihenfolge beginnen sollen. Noch mehr Tipps für die Formulierung von Suchanfragen können Sie in der Primo-Hilfe bei Suchtipps nachlesen. Vielen Dank für Ihr Interesse.